Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Fallout 2. Wir sind in New Reno und New Reno wird von 4 Familien kontrolliert. Wir sind jetzt hier gerade bei der ersten Familie, der Mordino-Familie, und werden hier einmal vorstellig gucken, ob er etwas für uns zu tun hat. Der Mann dreht sich zu dir, er sieht fiebrig aus, Schweiß läuft über sein Gesicht und verschmutzt seine Kleider. Er starrt dich an, offensichtlich wartet er darauf, dass du etwas sagst. Bist du Jesus Mordino? Der Mann spricht mit kratziger Stimme. Ich bin Jesus Mordino. Du wirst mich mit Senior Mordino anreden. Eine Schweißperle tröpfelt von seiner Stirn. Was hast du mit mir zu schaffen? Ich habe mit deinem Sohn gesprochen, Senior Mordino. Ich suche Arbeit. Mordino betrachtet dich. Sehr gut, ich habe Arbeit für dich. Nimm, hol tief und keuchend Luft, wischt Schweiß von seiner Stirn. Dieses Paket mit zu den Stellen nördlich von Reno. Gib sie einem Mann namens Ramirez, komm dann zurück. Okay, das mache ich jetzt gleich, Senior Mordino. Geh Richtung Norden entlang der Virgin Street an den Casinos vorbei. Folge dem Pfad, der aus der Stadt führt, dann kommst du zu den Stellen. Wir folgen einmal seiner Wegbeschreibung und kommen hier in den Stellen an. Ja, dann gucken wir mal. Auf jeden Fall sind die uns freundlich gesonnen, also da haben wir nichts zu befürchten. Zumindest noch nicht. Ja, Stelle trifft es gut, glaube ich. Lele. Ja, ja, was? Wenn du irgendwelche Vorschläge hast, schreib sie bitte auf ein Stück Papier und wirf sie dann gleich in den Papierkorb da drüben. Raus hier. Schaut auf, während du näher kommst, grinst, suchst du Streit, Homre? Ramirez, Big Jesus hat mir dieses Paket für dich mitgegeben. Nimm die Schachtel, war auch langsam Zeit. Wir haben schon fast keinen Jet mehr. Schnieft und hustet leicht. Kannst du dir nicht vorstellen, wo das alles bleibt? Wenn ich mir dein Jet-Husten so anhöre und sehe, wie du deine Nase reibst, kann ich mir wirklich nicht vorstellen, wo das ganze gelieferte Jet bleibt. Big G, weißt du, der kümmert sich um uns. Erst letzte Woche habe ich 3 Sklaven gefangen, die dumm genug waren, abzuhauen. Also kriege ich eine Belohnung, klar? Hey, und du kriegst nix. Du bist nur ein Laufbursche, ich bin eine Wache. Ja, großartig, mach's gut. Ich frage mich, ob Big Jesus sich wohl denkt, wie diese 3 Sklaven direkt vor der Nase von derart scharfsinnigen Jet neben den Wachen wie dir entkommen konnten. Ja, nee, machen wir nicht. Wir provozieren ihn jetzt hier nicht. So, aber wir nutzen das natürlich, wenn wir schon mal hier sind und schauen uns hier mal ein bisschen um. Das kann man doch sicherlich mal machen. Werde ich hier reingelassen? Wie sollen wir denn die Ergebnisse produzieren, wenn du uns ständig störst? Die kahlköpfige Frau schaut noch nicht einmal von ihrem Klemmbrett auf. Ja, wer bist du denn? Hör mal, ich habe sehr viel zu tun. Wenn es dir also nichts ausmachen würde, schaut von ihrem Block hoch und runzelt die Stirn. Wer bist du überhaupt? Und wie bist du hier reingekommen? Ich gehöre zum neuen Personal. Sind das die Testergebnisse, die du da liest? Kann ich mal sehen? Du bist ein Forscher? Ich habe dich noch nie gesehen. Was weißt du über pharmazeutische Forschung? Ich weiß ziemlich viel über Zusammensetzung und Herstellung grundlegender neurochemischer Verbindungen. Ich könnte dir bei deinen Untersuchungen bestimmt eine große Hilfe sein. Na gut, dann erkläre ich dir mal kurz, was wir hier machen. Wir testen Wirkungsweise und Stärke eines Methamphetamins namens Jet. Verstehe, und wie kommt ihr mit der Forschung vorwärts? Nicht so gut. Unser Zeitplan ist sehr knapp und wir müssen den Herstellungsprozess für Jet bald neu aufbereiten. Warum? Jet macht doch auch jetzt schon abhängig genug. Jet ist zwar schon stark genug, aber man kann es immer noch stärker machen. Und die hohen Tiere wollen das Jet verlangen in Wedding so nah wie möglich an 100% haben. Das heißt für uns, dass wir ein paar Überstunden machen müssen. Was ist denn los in Wedding? Das hat bis jetzt noch niemand öffentlich gesagt, aber es liegt wahrscheinlich an der Verteilung von Jet in Wedding. Jet ist zwar schon stark genug, aber man kann es immer noch stärker machen. Ja, was ist los in Reading? Wenn die Bergarbeiter in Reading alle Jetties sind, hat derjenige die Macht über Reading, der den Jethandel kontrolliert. Ganz typische Machtspielchen. Und wer kontrolliert den Jetmarkt?
Wer den Jet-Handel kontrolliert? Na, die Mordinos natürlich. Myron hat natürlich die ganze Vorarbeit für die Zusammensetzung von Jet geleistet. Wir machen hier hauptsächlich Verbesserungsarbeiten. Ist Myron dein Chef? Man könnte ihn so nennen. Er ist ganz schön clever, das muss man ihm lassen. Aber er kümmert sich nicht besonders darum, was hier oben vor sich geht. Er hält sich meistens im Keller auf. Keine Besucher, wenn man von den ganzen Prostituierten mal absieht. Typischer Projektmanager eben. Okay, könnte ich ihn mal sprechen? Warum nicht? Ich gebe dir mal einen Besucherausweis, den kannst du den Wachen dann zeigen, aber fass dich kurz, Marvin hat es nicht gern, wenn die Leute lange bleiben. Vielen Dank für den Ausweis, bis später. Ja, hier ist der eine Steilkennmarke, temporärer Ausweis mit roten Streifen, der vermutlich angibt, dass du ein Forscher der Stelle bist. Sehr gut. Okay, mit ihr können wir auch nicht weiter sprechen. So, wir gucken uns hier trotzdem natürlich nochmal um. Um zu sehen, was wir hier so haben. So, hier sind noch Brahmins. Vermutlich wird irgendwas von den Brahmins gewonnen, was nachher im Jet landet. Also das wäre jetzt so eine Vermutung. So, dann gucken wir hier auch nochmal rein. Große, runde Kessel. Und ja, hier arbeiten dann vermutlich die Drogenabpacker. Mal gucken, ob wir hier an den Tischen was finden. Hier scheint nichts dran zu sein an den Tischen. So, gibt es hier jemanden, mit dem wir reden können? Vielleicht jemand, der unsere Hilfe braucht und befreit werden möchte. Sieht eher nicht so danach aus. Ja, hier geht's auch runter. Ich würde mal kurz speichern. Für den Fall der Fälle. Oh. Ja, sowas habe ich mir nämlich schon gedacht. Hat er uns jetzt angegriffen, weil wir an die Dose wollten, oder greift er uns auch an, weil er uns sieht? Dürfen wir hier vielleicht gar nicht sein? Nee, der hat uns angegriffen, weil wir an die Dose wollen. Raus hier. An die Eiskiste. So, dann wird der hier uns vermutlich auch gleich angreifen. Raus, raus, verzieh dich, Wilder. Okay. So, was haben wir hier unten? Da haben wir noch einen Lagerraum. Und hier Dorfbewohner. Okay. Der scheint, glaube ich, sehr tot zu sein. Noch einer. Scheint auch tot zu sein. So, kommt rein hier in den Stall. Dann können wir wieder raus. So, ein Lagerraum, aber ja, scheinbar nichts Besonderes hier. Da ist Myron. Auch hier speichern wir einfach nochmal testweise. Für den Fall der Fälle, dass irgendetwas schief geht. Und gucken vielleicht erstmal hier unten, ob da was Nützliches ist. Ein paar Maschinen. Ja, irgendwelche Computer. Brauchst du Hilfe, Amigo? Das hier ist Sperrbezirk. So, ich bin hier, um Myron zu sehen. Ich habe einen Ausweis. Ja, lass mal sehen. Überprüf den Ausweis, zuck mit den Schultern. In Ordnung, aber beeil dich. Myron ist beschäftigt und er lässt sich nicht gerne stören. Immer rein mit dir. Cool, Mann. Ja, bevor wir mit ihm sprechen, gucken wir jetzt erstmal hier, ob wir hier was Nützliches finden. Ein Stimpack. Und ja, ein paar Zeitschriften. Auch noch was. Eine Spritze. Die ist vermutlich leer. Und einen Schreibtisch haben wir hier auch noch.
Okay, das sind Nagelpatronen und ein Kondom. Ja, warum nicht? Kann man mal mitnehmen. So, dann gucken wir nochmal, ob wir an diese Tische hier rankommen oder ob Marvin da meckert. Nö, da kommen wir ran. Okay, wir speichern nochmal. Und dann sprechen wir mal mit Myron. Ja, wir werden in New Reno öfter speichern. Wer bist du und wie zum Teufel bist du hier reingekommen? Wo sind diese dämlichen Wachen? Ich bin mit diesem Ausweis reingekommen. Mayuri hat mich geschickt. So, wer bist du? Spuck's aus oder ich lass von den Wachen aus dir rausprügeln. Bist du Myron? Vielleicht. Wer zum Teufel bist du? Ich bin Thomas. Tatsächlich. Was willst du hier? Dachtest du könntest ein bisschen Jet bei Myron abstauben, was? Drogen? Zum Beispiel? Bist du blöd, Mann? Jet, du verdammter Trottel, Jet! Du sprichst mit seinem Erfinder, seinem Schöpfer, seinem Gott. Du hast Jet erfunden? Und ob, Mann? Ich mach das Zeug, das jeder haben will und von dem keiner genug kriegt. Warum hast du Jet gemacht? Warum? Weil ich es konnte. Die Mordino-Familie wollte ein Produkt, Myron macht ein Produkt. Mordino macht Myron glücklich, zumindest so glücklich, wie sie können. Nette kleine Dreiecksbeziehung, oder? Wie hast du denn Jet gemacht? Ha, das würdest du eh nicht verstehen. Wäre viel zu hoch für dich. Du wirst vermutlich überrascht, wie viel ich über dein amateurhaftes Halluzinogen-Amphetamin-Hybrid weiß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kind wie du einfach darüber gestolpert ist, Myron. Amateurhaft? Amateurhaft? Jet ist einfach genial, merkt ihr das? Und ich bin nicht zufällig drüber gestolpert. Ich hab es gemacht. Das glaube ich dir nicht. Zeig mir, wie es hergestellt wird. Nur ein Wort. Brahmin-Code. Du nimmst Brahmin-Mist als Dünger für den Anbau der Jet-Pflanze? Stimmt's? Was ist damit? Sehr gut. Und mehr werde ich auch nicht sagen, Kumpel. Wenn du mehr wissen willst, musst du es selbst rauskriegen. Der Brahmin-Mist hat also einige chemische Eigenschaften, die das menschliche Nervensystem stimulieren. Du stellst einfach zu viele gottverdammte Fragen. Die Antwort lautet ja, vielleicht. Sag mal, woher weißt du das überhaupt alles? Bist du aus Bunkerstadt oder so? Um deine Frage zu beantworten, ja, vielleicht. Wo hast du das alles eigentlich gelernt? Du nimmst den Mund ganz schön voll, du Klugscheißer. Ich könnte dich hier wegoxidieren. Ich bin ein Naturtalent. Hab mir alles selbst beigebracht. Nicht diesen ganzen Reinheitsmist aus Bunkerstadt, verstehst du? Ich habe es nicht in Bunkerstadt gelernt. Diese Dinge fliegen mir einfach so zu. Es ist eigentlich ganz simpel. Simpel, hä? Ich bin der Beste. Doppelt so gut wie alle diese Schlaffis in Bunkerstadt zusammen. Ist gut. Lass gut sein, Mr. Unsicherheit. Ich hätte da noch ein paar andere Fragen. Was wolltest du wissen? Erzähl mir etwas über diesen Ort. Die Stelle? Hier testen wir neue Versionen von Jet. Was ist da? Was wolltest du wissen? Erzähl mir was über die Mordinos. Sie unterstützen mich. Sie sind ganz in Ordnung, schätze ich. Also was, behandeln sie dich gut? Eigentlich schon. Sie geben mir Nutten, Geld und Jet. Mein eigenes Labor, den kreativen Freiraum, den ich zum Zaubern brauche. Aber naja. Nee. Ist schon ein guter Deal. Naja, was? Behandeln sie dich gut? Naja, Mann, die Mordinos zeigen Myron eben nicht genug R-E-S-P-E-K-T. Ich sag denen immer wieder, was sie zu tun haben. Und die sagen nur, halt die Klappe, Myron, oder verzieh dich in dein Labor, Myron, Arschlöch. Vielleicht kann ich dir helfen. Du willst dieser Stadt den Rücken kehren? Komm mit mir, dann werden die Mordinos ganz schnell merken, was sie an dir haben. Die haben vergessen, dass sie die Kontrolle über Reno nur mir verdanken und dass Redding ihnen dank mir bald in den Arsch kriechen wird. Die meisten Mordinos können besser scheißen als denken, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, wie war das mit Redding? Redding? Ist eine Goldgräberstadt. Mordino will sie unter Kontrolle kriegen, deswegen kommt er zu mir angekeucht und sagt, Myron, Myron, mach mir was, mit dem ich Redding klein kriege. Und dann sagst du? Und dann sag ich, okay, wie schnell brauchst du das Zeug? Und er sagt, bis gestern. Mafia-Bosse. Wollen immer alles schnell und hoppla hopp. Wenigstens haben sie keine Marketingabteilung. Okay, ich hätte noch ein paar andere Was Fragen. Ja, über das Jet. Mein süßes kleines Laster. Was ist damit? Gibt es eine Behandlung? Wie originell, eine Behandlung. Klar, kalter Entzug. Aber ich habe natürlich dafür gesorgt, dass das bei Jet echt schwierig ist.
Myron, du bist ein ziemlich cleveres Bürschchen. Sieh es als Herausforderung. Was bräuchte man, um ein Heilmittel für Jet herzustellen? Ach Mann, zum Geier. Es geht nicht, okay? Das ist das gottverdammte Jet und keine Lungenentzündung. Im Grunde genommen ist es ein hochgradig süchtig machendes Methamphetamin, stimmt's? Könnte man die Sucht nicht mit einem Beruhigungsmittel für das Nervensystem durchbrechen? Nee, ist nicht drin. Jet lässt sich nicht so leicht aufhalten. Hast es mal im Körper drin, kriegst es nicht mehr raus. Wie wäre es mit einer Art Endorphinblocker? Das würde die chemische oder und psychologische Abhängigkeit unterdrücken, oder? Grundgütiger, das ist ja wohl das Dümmste. Also? Naja, vielleicht ginge das. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Jet sich durch diesen Mist durchfressen würde. Warum zum Teufel diskutieren wir das überhaupt? Wo willst du denn Endorphinblocker hernehmen? Sag du es mir mal, du bist doch ein schlaues Bürschchen. Vielleicht in Bunkerstadt. Die haben da einen guten Medikamentenvorrat. Vor dem großen Knall gab's das Zeug in vielen Basislagern, um die Soldaten von dem Zeug runterzukriegen. Basislager aus der Zeit vor dem großen Knall? Wo? Sieh ich wie ein Kartograf aus? Wenn du die Wüste nach ihnen abklappern willst, bitteschön. Was ist mit Bunkerstadt? Puh, da könntest du eher einen Ratskorpion davon überzeugen, seinen Schwanz herzugeben, bevor Bunkerstadt sich von irgendwas trennt. Was ist mit diesen Vorkriegsbasislagern? Wo finde ich die? Sieh ich wie ein Kartograf aus? Puh, da könntest du... Was wolltest du okay. wissen? Okay, nochmal das bei Jet. Das doch schon mal. Ich bin auch nicht deine Gedächtnisstütze. Du bist ein toter Mann, wenn du meine Fragen nicht beantwortest. Wie hast du Jet hergestellt? In meinem Labor? Nächste Frage? Wie hast du es entwickelt, Klugscheißer? Naja, als ich damals zufällig die Modino-Familie kennenlernte, bauten die Peyote-Kakteen an und versuchten sie als das Reno-Erlebnis an Touristen zu verkaufen. Totaler Schwachsinn. Ja? Ich meine Peyote? Also echt? Das ist ja nicht mal halb so stark wie, was weiß ich, das gute alte LSD. Das mit dem Jet? Ein Peyote-Trip dauert viel zu lang. Profit machst du nur mit Stoff, der kurz wirkt und stark abhängig macht. Wie Barbiturate vor dem großen Hammer, hä? Okay, Barbiturate, wie das gute alte Kokain, Crack und all das. Hey, darf ich vielleicht mal ausreden? Schön, schön, wo liegt doch gleich das Problem beim Herstellen von Barbituraten? Das Problem ist, in dem neuen Klima können wir das meiste Gemüse, das wir für den besten Stoff brauchen, nicht anbauen. Mit Gemüse meinst du wohl Coca, Pflanzen, Schlafmohn und sowas? Stimmt genau, Sherlock. Und wir haben es versucht. Also dachten wir, dann eben Pilze. Wieso? Die wachsen ganz gut, wenn man sie mit reichlich Brahminkot düngt. Okay, wo wir... Ja, okay. Und weil Halluzinogene nur wenig Unkosten machen, habe ich angefangen, mit Derivaten von Lysergsäure, Diethylamid und Psilocybin zu experimentieren. Aber... Aber was? Aber ich wollte einen echten Knaller mischen, der nicht nur aus Gemüseextrakten besteht. Mann, war ich vielleicht blöd. Die Extrakte oder genauer gesagt das, worin sie wachsen, war genau das, was ich gesucht habe. Wie meinst du das? Der alte Jesus Mordino wollte was, das die Bergarbeiter in Retting abhängig macht und ihre Arbeitsleistung steigert. Also sage ich, kein Problem, klar? Erzähl weiter. Eine Prise von diesem Vorkriegsproteinextrakt, kurze Behandlung und schwupps, ein brauchbares Amphetamin. Proteinextrakt? Vor dem großen Hammer haben ein paar Fleischfabriken mit einem billigen Proteinextrakt herumexperimentiert. Aber das mussten sie dann sausen lassen. Eine kleine Hautbakterie und die ganze Sache ist verbockt. Verbockt wie das? Die verunreinigte Version verhielt sich im Körper wie ein Amphetamin. Kleine Nebenwirkung. Frag nicht, das ist ziemlich kompliziert. Dann hast du dieses Proteinextrakt irgendwo herbekommen. War gar nicht nötig. Als sie es das erste Mal verbockt haben, haben sie Tonnen von dem Zeug ruiniert. Und statt es wegzuschmeißen, haben sie es an ihre Brahmin verfüttert. Du hast also Brahmimis als Dünger für die Pilze verwendet und das verseuchte Vorkriegsprotein verleiht allen in Brahminung angebauten Pilzen bestimmte Zusatzstoffe? Fast. Ja. Wir haben mit den Brahminfladen als Dünger für die Pilze experimentiert. Aber dann kam der Hammer. Die Sklaven an den Düngerfässern wurden high von den Dämpfen. Die Dämpfe reichten also schon aus, um diese Wirkung zu erzielen? Genau. Dachte ich mir. Als wir Tonnen von Brahminkot in die Fässer kippten, haben wir gemerkt, dass die Dämpfe einen irren Kick geben. Heureka, im wahrsten Sinne des Wortes. Klar mussten wir noch ein bisschen weiter testen. Wie viele Tests genau? Etwa 100 Sklaven. Meistens Herzinfarkte, Hirnblutungen, psychotische Anfälle und so Zeug eben. Oha. Bist du verrückt? Du hast 100 Menschen umgebracht, nur um Drogen zu testen. War ja keine Absicht. Sklaven kosten schließlich auch was. Aber wir haben das Geld in den ersten paar Monaten wieder reingeholt. Daher waren die Modinos nicht allzu sauer auf mich. Okay, ja. Myron, du hast mehr als 100 Menschen getötet, nur um Drogen zu testen. Hat man bei dir als Kind das Gewissen herausoperiert? Du steigst mir wegen ein paar Sklaven aufs Dach? Hey Mann, wir mussten dafür sorgen, dass Jet unsere Kunden nicht umbringt.
Ach so, na dann ist es ja in Ordnung. Glückwunsch, Mai. Und du hast den kleinstmöglichen gemeinsamen Nenner mit dem Rest der Menschheit entdeckt. Ich verschwinde. Nee. Okay, Was vergiss es wolltest du einfach. wissen? Ja, Sie wir reden nochmal über die unterstützen mich. Mordinos. Sie eigentlich schon. Sie geben mir. Naja, Mann, die Mordinos zeigen. Sie haben vergessen, dass sie die Kontrolle über Ich habe Renomir gesagt, erlangen vielleicht kann und ich dir das Freezing. helfen. Und noch was, die Mordinos kriegen es einfach nicht in ihre Dickschädel, dass ich keine reine Version von Jet herstellen will. Es erfüllt seinen Zweck. Ich will neues Zeug erfinden und nicht an altem herumbasteln, verstehst du? Ich kann dir helfen. Warum kehrst du dieser Stadt nicht den Rücken und kommst mit mir? Wenn ihr Wunderknabe abhaut, da würden sie ganz schnell aufwachen. Ja. Klaro, denen würde ich zeigen, was sie da Das verlieren. gefällt mir. Dann komm mit mir. Nee, ich will nicht schon wieder mit einer Familie rumhängen. Die Mordinos haben mir gereicht. Werd ein bisschen Gepäck los, dann reden wir drüber. Okay, ziemlich aufgeklärte Einstellung. Ich werde es mir überlegen, Maimon. Ja, wir haben nämlich zu viele Begleiter mit. Wir müssen ja, loswerden, um Maimon mitzunehmen. Aber Maimon ist jetzt auch nicht unbedingt der Beste. Ja, den können wir vielleicht mal befreien, wenn wir irgendwo ein Lager aufschlagen und ja, einen unserer Begleiter mal da lassen. Dann können wir ihn hier vielleicht mal rausholen. Allerdings müssen wir uns dann den Weg vermutlich freikämpfen. Was dann auch nicht so einfach werden würde. So, gehen wir wieder zurück nach New Reno. Also der Stall ist hier ein bisschen nördlich. Golgotha ist südlich. Wir begegnen einigen Mafiosi. Aber die tun uns nichts. Die sind, glaube ich, freundlich. Einfach eine Reisende, was? Gibt's ja nicht. Hilfe bei euren Wertsachen gefällig? Okay, dann gehen wir mal schnell. Nicht, dass sie uns gleich doch noch angreifen. Unser Auto ist weg, Leute. Wartet hier. Ja, unser Auto ist weg. Hey, hallo, willkommen. Was kann Jules für dich tun? Jules, hast du mein Auto gesehen, das ich hier vor einiger Zeit geparkt habe? Es ist jetzt weg. Dein Auto? Bist du sicher, dass du es hier geparkt hast? Ich habe es nicht gesehen. Ach, bist du auf einmal blind? Siehst du meine Faust, du Hund? Nein, wir sagen mal, bist du sicher, dass du es nicht gesehen hast, Jules? Niemals. Okay, ich glaube, ja, wir müssen ihnen ein bisschen anders entgegenkommen. Ach, bist du sicher? Nee. Ach, bist du auf einmal blind? Siehst du meine Faust, du Hund? Na, siehst du die? Und jetzt erzähl mir noch mal, du hättest mein Auto nicht gesehen. Ich war nicht nur einmal. Mann, ich weiß gar nichts über dein Auto. Ich habe nicht gesehen, was damit passiert ist und ich weiß auch nicht, wo es hin ist. Ach ja, für mich hört sich das nach ziemlichem Schwachsinn an. Alles klar, Mann, ist ja schon gut. Ich habe ein paar Typen gesehen, die haben es mitgenommen, gar nicht lange her, aber das waren zu viele für mich und deswegen Maul halten, bring mich dahin und zwar jetzt sofort. Okay. Wir folgen ihm. Ja, eine alte Tankstelle. Werden wir uns hier erstmal ein bisschen umgucken. Gehen wir mal hier an der Seite vielleicht rein. Das sind auf jeden Fall zwei Toilettenhäuschen. Gut, Leute, wir sind auch schon wieder am Folgenende angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge. Lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Bis dahin.